Leute, eure letzte Chance, den wohl heftigsten je dagewesenen Ampelangriff auf eure Freiheit abzuwenden. Nutzt den VdB-Briefgenerator und zeichnet die BZL-Petition. Links im Text. Ja, am Montag ab 12 Uhr findet die öffentliche Anhörung zum Sicherheitspaket statt. Geladen sind natürlich nur sogenannte Sachverständige, die für dieses unsägliche Gesetz sind. Der Ausgang ist vorprogrammiert. Das Gesetz könnte schon am 1.10. in Kraft treten, dieses Jahr. Hier nochmal die heftigsten Punkte. Unsere Innenstädte werden wohl komplett zu Waffenverbotszonen, weil die Städte nun nicht mehr auf Gebiete mit hoher Kriminalität begrenzt sind. Es läuft auf ein Komplettverbot von Tränengas und Messern jeder Art hinaus. In den Innenstädten darf die Polizei jeden Bürger ohne den geringsten Anlass komplett durchsuchen. Ja? Das bedeutet Taschen leer machen, Gürtel raus, Schuhe aus, abklopfen von Kopf bis Fuß in der Öffentlichkeit. Es gibt nur eine einzige Einschränkung, kein Racial Profiling. Ja, da die üblichen Verdächtigen natürlich sofort Rassismus schreien werden und viele Polizisten keinen Bock auf Disziplinarverfahren haben, bedeutet das in der Praxis, durchsucht werden nur die normalen Bürger. Talerhohns können beruhigt sein. Tja, also wehe dem, der sein Schweizer Minimesser am Schlüsselbund vergessen hat. Aber, wer einen kleinen Waffenschein hat, der darf weiter ein Taschenmesser dabei haben. Toll, nicht? Naja, nur leider ist jeder, der so eine Erlaubnis hat, oder eine WBK oder was auch immer, ab Oktober der Willkür einer neuen Super-Stasi-Behörde ausgesetzt. Denn die Waffenbehörden dürfen dann ohne jeden richterlichen Beschluss eine Hausdurchsuchung bei ihm durchführen. Der kleinste Vorwand genügt. Ja, Denunzianten haben dann leichtes Spiel. Ja, rasch mal eben Fake-Profil angelegt auf Facebook oder X, paarmarkige Posts im Namen des anderen, dann eine anonyme Anzeige bei der Waffenbehörde. Da kann man sich zurücklehnen und die Durchsuchung beobachten. Und last not least kann jeder, der sich irgendwann mal so ein Springmesserchen gekauft hat, schon mal auf die Suche machen und das Ding entsorgen. Ab Oktober ist man dann nämlich Straftäter. Also viel Spaß entweder beim Stöbern in alten Umzugskartons oder aber habt eine gute Zeit im Ampelknast. Und das sind nur die schlimmsten Folgen dieses unsäglichen Gesetzes. Also wehrt euch, der Briefgenerator läuft auf Hochtouren und die Petition hat bald die 100.000er-Marke geknackt. Es ist die letzte Chance. Danke und bye bye.